Man weiß ja nie, was passiert, und ich finde einfach, Kate ist so eine tolle Frau. Und ich muss einfach sagen, wenn ich mir eine Leihmutter wünschen würde, dann sollte sie so sein wie Kate. Do you wanna play the fame game? Ach, herrlich, ein neuer Tag. Nichts wie rein in die Jogginghose. Morgen. Es gibt so vieles zu verdauen. Das war halt Katerstimmung pur. Und man ist aufgestanden und denkt sich so, oh Gott, was ist gestern überhaupt passiert? Was passiert ist? Kate hat sich verbotenerweise als Leihmutter angeboten und Sam hat direkt Vatergefühle entwickelt. Mein Kopf. Das ist so, als ob da so ganz viele Ameisen drin rumkribbeln. Innen drin. Eigentlich ist das doch was Schönes, ne? So eine Leihmutterschaft. Oder ist das eher so. Das Problem ist, ich bin da ja so emotional, dass ich dann halt wahrscheinlich das so, zu dem Kind so eine Verbindung aufbaue. Ja, es ist halt schwierig, weil ihr seid ja dann die Eltern. Naja, also das wäre was anderes, wenn man das mit. Also zum Beispiel nur, wenn man es mit dir machen würde, wärst du genau, aber trotzdem die Mutter. Und das habe ich auch so gesagt. Man ist ja in der gleichen Stadt und alles. Das ist ja auch in weiter Ferne, aber ich habe das nicht nur einfach so gesagt. Ja, voll schön. Ey, das ist voll, da fühle ich mich voll geehrt. Das ist voll das tolle Kompliment. Man weiß ja nie, was passiert, und ich finde einfach, Kate ist so eine tolle Frau. Und ich muss einfach sagen, wenn ich mir eine Leihmutter wünschen würde, dann sollte sie so sein wie Kate. Ich finde das gar nicht so abwegig. Ich finde das auch nicht so abwegig, sonst hätte ich das ja nicht gesagt. Also, das ist ja gestern aus der Laune heraus entstanden. Ich weiß auch gar nicht mehr wie und weiß gar nicht mehr warum. Ja, wer weiß, ne? Was in Zukunft noch passiert. Alles. Das Baby von Sam und mir zusammen, ja, das wäre so ein richtig süßes, schönes Baby, was auch richtig, auch ein bisschen bekloppt im Kopf wird, ne? Also so, das wird auf jeden Fall auch wieder so ein richtiger Chaos-Remix. Ihren Sam hat Georgina erstmal verloren. Jetzt kann sie sich nur noch an seiner Regenbogenfahne festhalten. Mehr ist ihr nicht geblieben.